Hallo und herzlich willkommen. Wie einige von euch sicher schon mitbekommen haben, ist für den morgigen Tag wieder ein Update geplant, bei dem die Patch-Version 2.4.3 aufgespielt werden soll. Wir schauen uns einmal schnell an, welche Veränderungen es geben soll. Erster Punkt, die Spieleliste in der Lobby. Zum Ladder-Start wurde die Anzahl an Public Games, die man sieht, ja bereits erhöht. Die maximale Anzahl an Spielen in der Liste wird nun abermals von 20 auf 40 erhöht. Aktualisieren muss man die Liste nach wie vor manuell, das ist auch gut so, denn als das noch nicht so war, haben sich die Games oft gerade dann in dem Moment geändert, wo man gerade auf ein Spiel geklickt hat, sodass man dann plötzlich ganz woanders gelandet ist. Dass man die Gameliste selbst aktualisieren muss, ist da schon eine gute Idee gewesen. Von dieser Änderung werden übrigens auch Konsolenspieler profitieren, denn mit dem Patch bekommen nun endlich auch die Konsolen eine Lobby. Jeder Konsolenspieler wird dann auch öffentliche Spiele erstellen und betreten können, auch wenn Crossplay dadurch noch nicht real wird, so schafft dies zumindest schon mal die Grundlage dafür. Wenn dann irgendwann optionales Crossplay möglich wird, würde ich das sehr begrüßen. Speziell für die PC-Lobby wird es auch noch ein weiteres neues Feature geben, nämlich einen Suchfilter für die öffentlichen Spiele. Einige kennen das noch aus Project Diablo 2, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Zudem soll dem Spieler auch die Verbindungsqualität zu den verschiedenen Spielen angezeigt werden. Nach dem Patch ist außerdem ein kleines Magic Find Event angesagt. Vom 30. Juni bis zum 4. Juli werden Spieler 50% MF-Bonus bekommen, der zusätzlich zu ihrer Ausrüstung verrechnet wird. Mehr Runen droppen dadurch zwar nicht, aber dafür Rares, Sets und Uniques. Des Weiteren bringt der Patch auch noch eine Vielzahl an Detailverbesserungen und Bugfixes mit. Der Barbar soll zum Beispiel direkt nach einem Wirbelwind springen oder erneut wirbeln können. Außerdem wurde die Angriffsgeschwindigkeit überarbeitet. Es wird beim Wirbeln fortan die Angriffsgeschwindigkeit von der gesamten Ausrüstung mit einkalkuliert. Wirbelwind soll dann auch über eine sehr kurze Distanz funktionieren. Zuvor hat der Barbar in dem Fall stattdessen Standardattacken ausgeführt. Für die Gamepad-Steuerung wird es eine neue Funktion geben. Beim Aufheben von Items wird man diese damit direkt in den Hurra-Dream-Würfel legen können. Für Maus und Tastatur wird es einen neuen belegbaren Hotkey geben, mit dem man direkt zum Würfel gelangt, falls sich dieser im Inventar befindet. Gamepad-Spieler bekommen außerdem die Möglichkeit, Skill- und Statuspunkte schneller zu verteilen. Bisher musste ja immer jeder Punkt einzeln per Knopfdruck zugewiesen werden. Sowohl auf PC als auch auf den Konsolen wird man diese Funktion künftig allerdings einmal bestätigen müssen, sodass man die Punkte nicht aus Versehen verteilt. Es soll auch neue Einstellungsmöglichkeiten für die Position der Automap geben und in der PC-Lobby soll man auch bald wieder Spiele per Doppelklick joinen können. In der Freundesliste werden in Zukunft oben die Leute angezeigt, die auch Resurrected spielen und Spieler auf der Switch werden Freunden über die Freundesliste beitreten können. Deckard Cain wird künftig beim Identifizieren von Items auch Gegenstände im Würfel berücksichtigen, es werden Fehler in den Wiederbelebungskosten von High-Level-Söldnern behoben und Fertigkeiten, die Leichen als Ziel haben, werden in Zukunft auch wieder eine automatische Zielerfassung haben. Zuletzt musste man ja immer genau auf die Leichen klicken. Das waren die wichtigsten Infos zum neuen Patch, eine vollständige Liste findet ihr unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Neuerungen, schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich wünsche euch natürlich weiterhin guten Loot, macht es gut und bis zum nächsten Video. Kommt schon! Folgt mir!